Die Spielvereinigung Greuther Fürth trifft im Heimspiel auf den Titelaspiranten Bayer 04 Leverkusen. Dabsche für Leverkusen auf der Xbox im Einsatz. Er geht mit breiter Brust nach der Pause in die Spiele und trifft hier auf X-Impact, der für Greuther Fürth spielt. Und der ist zunächst auch im Angriff und er zeigt, was für ein klasse Spieler er ist, denn er macht in der 22. Minute das 1:0. Er behält im 16er die Ruhe, die Kontrolle und auch die Übersicht. Er findet den besser positionierten Stürmer und der hat dann gar kein Problem, aus knapp 6 Metern das 1:0 zu erzielen. Dabsche in der zweiten Halbzeit inzwischen ein bisschen unter Druck, aber auch eher klasse. Er sieht, wie sich Volland hier löst und mit einem Kontakt macht dann Volland mit dem starken linken Fuß den Ausgleichstreffer. Das Spiel weiterhin umkämpft bis zuletzt in den allerletzten Sekunden. Wir sind in der Nachspielzeit. Der Ball geht nochmal verloren und jetzt für X-Impact die Gelegenheit nochmal umzuschalten, vielleicht den letzten Angriff zu bekommen, aber der Schiedsrichter, er pfeift ab. Und damit gibt es hier eine Punkteteilung. Wir gehen rüber auf die PlayStation. Deto gegen Fifabio. Und die erste Halbzeit, sie war auch hart umkämpft, blieb aber torlos. In der zweiten Halbzeit war es dann soweit. Deto in der 55. Spielminute macht das 1:0 mit Kai Havertz. Er ist auch richtig unter Druck, denn er hat bis jetzt 4 Siege weniger geholt als sein Partner Dabsche. Aber Fifabio macht das hier richtig klasse, wie er den Ball verarbeitet. Nach oben weg bekommt so den Raum, um den Treffer zu erzielen. Und so hat die Führung nur knapp 20 Minuten gehalten. Und kurz vor Schluss, Fifabio wieder im Angriff, kann den Ball in die Mitte hineinspielen. Und dann auf einmal das Spiel komplett gedreht. Führung für Fürth, 2:1 für Fabio, macht hier den Treffer. Klasse, wie er dort abgelegt hat und damit dann das 2:1. Und dann am Ende, dann kam es nochmal richtig dicke jetzt für Deto, denn in der Nachspielzeit gab es dann den dritten Treffer obendrauf. Hat natürlich alles nach vorne geschmissen, hat nicht gereicht und damit dann das 3:1 für Fabio, 3 Punkte gesichert. Im Doppel ging es dann ebenso erfolgreich für Greuther Fürth weiter, ein 4:0 und das bedeutet in der Summe 7 starke Punkte für Greuther Fürth und einen mageren Punkt für Leverkusen.